The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. We love football. Grüß mich dran, willkommen. Das ist die 98. Ausgabe von der Soccer Lounge. Natürlich immer am Montagabend zwischen 7 und 8. Soccer-Training pur. Da tut man sich reservieren für die Raiffeisen Superliga. So einen Zeitblock, wo wir über Partien reden. Und zwar reden wir diese Woche über St. Gallen gegen FC Sion. Das ist unser Spiel von der Woche, wo wir darüber diskutieren. Und ich darf euch unsere heutigen Studiogäste vorstellen, wenn wir dürfen begrüßen. Wir haben vom St. Gallen Tagblatt, Christian Brecker. Dann haben wir den Baykal, ehemaliger Spieler, jetzt ein Spielerberater und der Topgast. Der kommt vom FC Ostschweiz. Hört auf einmal Marco Aratore. Bevor wir ihn ins Studio reinbeten, wollen wir noch ein paar Bilder zeigen. So sieht er aus. Unser heutiger Gast in Action. Any pain. Look what you've done. Herzlich willkommen vom FC St. Gallen, Marco Aratore. Marco, herzlich willkommen, schön bist du da. The Weekend Starboy. Ja. Yeah. Am heutigen Stargast. Ist da eine Berechnung dazu? Nein, eigentlich nicht. Musik, die du hörst. Das gefällt mir, ja. Wir haben ein paar Bilder gesehen. Du bist immer noch jung, aber immer noch ganz jung. Kurze Haare und noch ein bisschen jünger. Nicht mehr so jung, ja. Wir haben gesehen, im Basel-Dress. Du bist in Basel aufgewachsen. Außerhalb von Basel oder Stadt Basel selber? Wo hast du deine Kinder Stadt verbracht? Basel, ja. Stadt Basel? Ich bin genau dort im Rankhof aufgewachsen. Hinter dem Rankhof ist ein Fußballstadion in Basel. Und bin eigentlich dort aufgewachsen. Und Basel? Diesbezüglich die schönste Stadt der Schweiz, nehme ich an. Ja, jetzt habe ich schon viel gesehen. Kann man nicht so sagen, aber klar, dort, wo man aufwächst, gefällt es einem eigentlich am besten. Wie hast du Bezug zu Basel noch? Schon noch sehr gross. Meine ganze Familie lebt noch dort. Freunde sind eigentlich alle noch in Basel. Das Verrückte habe ich mir überlegt im Vorfeld von dieser Sendung. Wenn man zu Basel aufwächst, der Fußballvirus, kann ich mir vorstellen, der kommt relativ früh. Ja. Hast du ja gar keine Chance, etwas anderes zu machen. Bei mir war es so. Ja. Also, es ist eine fußballverrückte Stadt. Und mein Vater war eben auch sehr fußballverrückt. Und ich bin einfach so auf die Welt gekommen. Eigentlich. Ich habe das immer drin gehabt. Es braucht ja auch Eltern, die einem was, 30, 40 Minuten neu her ins Training fahren, je nachdem, oder ein Match fahren. Jeden Tag. Also, sonst geht es nicht. Das geht auch nur, wenn die Eltern wirklich fußballverrückt sind. Ja. Also, ich habe das Glück, dass ich in Basel Stadt. Aufgewachsen bin und das Jockel ist schon nicht so weit weg, aber trotzdem mit der Schule, dass ich rechtzeitig ins Training komme, habe ich schon sehr viel Unterstützung von meinen Eltern, die mich gebracht haben und wieder geholt haben, dass ich auch mehr Regeneration habe, als wenn ich mit dem Bus müsste fahren. Und Hausaufgaben und alles drum und dran in der Schule? Habe ich auch noch müssen. Hast du auch noch müssen machen, auch noch machen, ja. Das erste Mal, als du einen Ball gekickt habe ich gelesen, hast du dem Vater dort hergeschossen, was aber richtig wehtut. Ja, das ist so. Er hat mir einfach mal einen Ball angelegt, den habe ich voll draufgehauen. Habe ich ihm den Eier geschossen. Und das, dann hat er gewusst, ich kann ein guter Fußballer werden. Mit wie alt war das? Ganz klein, ich kann mich nicht so gut erinnern. Mein Vater hat mir auch erzählt, aber ich glaube so mit 2, 3 oder so. Apropos mit 2, 3, du hast 2 Kinder. Ja. Du bist sehr jung Vater geworden eigentlich. Was bist du? 21? Knapp 22, ja. Der Vorteil ist, wenn du mal in 40 bist, sind die schon ausgezogen, oder? Ja. An das denke ich jetzt nicht. Also, ich liebe meine Söhne über alles. Und ich denke auch, meine Eltern wollten eigentlich auch nicht, wollen, dass ich früh ausziehe. Und das wird bei mir auch nicht anders der Fall sein. Also, ich hoffe, dass so lange wie möglich bei mir daheim bleiben. Der Entscheid, früh Vater zu werden, ist bei Fußballern, habe ich den Eindruck, ausgeprägter als in anderen Berufsgattungen. Warum ist das so? Ist man finanziell, steht man finanziell besser da? Hat man mehr Zeit für die Kinder? Was glaubst du? Was ist das? Ja,
finanziell ist sicher auch ein Aspekt. Also, du kannst nicht Kinder auf die Welt tun und dann nicht nachkommen. Mhm. Aber das war jetzt nicht der Gedanke. Ich bin schon seit ich 15, 16 bin mit meiner Frau zusammen. Und von dem her haben wir eigentlich immer früh Kinder wollen. Und vielleicht für mich als Italiener ist das gar noch spät. In Italien ist das üblich, dass man ja zum Teil noch früher? Ja, früher vielleicht nicht, aber ich denke, ich bin dort in der Zeit. Und, aber für uns hat es immer gestimmt und wir haben das so wollen. Die Frage nach der Freizeit der übrigen Zeichen. Ich nehme an, die Freizeit ist bei dir voll ganz der Familie gewidmet. Kann man so sagen, ja. Also, eigentlich der Fußball, wenn ich heimkomme, ist auch nur noch Fußball, weil die zwei Kleinen wollen auch nur noch shooten. Und das ist eigentlich. Das ist meine Freizeit, ja. Schießt es im gleichen Ort her, wie du es hergeschossen hast? Ich bin schon vorbereitet. Ich weiss, dass es passieren könnte. Du machst schon. Genau. Du schützt dich so. Wir wollen über deine Karriere auch noch ein bisschen diskutieren. Marco Arratore ist natürlich ein Name, der absolut europäisch würde funktionieren als Topstars. Arratore, oder? Also, ja. Der Name wäre prädestiniert für Fußball Europa zu erobern. Du hast verschiedene Clubs gesehen, verschiedene Städte hast du vorher gesehen. Ja. Bei Basel alles angefangen, die Juniorenstufe. Dann bist du ausgelernt worden zu Thun, Aarau und Winti. Was mich immer wundern nimmt, ist, wenn man ausgelernt wird, empfindet man es in jungen Jahren als Rückschritt? Oder hat man das Gefühl, das bringt mich wirklich weiter? Macht man es mit der Faust im Sack oder macht man es freiwillig? Ich denke, am Anfang, das erste Mal vielleicht, macht man das noch und sagt, ja, das, man sieht es als Chance, weil man vielleicht merkt, dass Basel ein starkes Kader hat und dass es vielleicht schwierig ist, als Junge dort zu spielen. Aber dann ist schon nicht einfach für den Kopf, muss ich sagen, weil man will halt auch in Basel spielen und das höchstmögliche Niveau. Und das ist vielleicht der Nachteil, wenn du beim FC Basel bist. Es kann sehr gut kommen als Junge, kann sehr schnell gehen, wie man schon mehrmals gesehen hat. Aber ich denke, das ist eben auch teilweise das ist der Nachteil, wenn man einen langfristigen Vertrag hat, dann wird man halt auch öfters mal ausgelehnt. Mhm. Wo ist denn vielleicht ein Unterschied? Ist denn nur die Klasse von einem Spieler, der den Unterschied macht, dass der ja Charakter ist, dass es diese Spieler haben geschafft? Eine Zeit lang, jetzt, die letzten paar, hat man als eigener Junior bei Basel glaube ich, auch nicht mehr ganz die Chancen gehabt. Also liegt es nicht immer im Spieler wahrscheinlich, oder? Ja, schwierig zu sagen. Also ich denke, als Spieler musst du sicher sehr viel mitbringen, dass du bei Basel Fuß fassen kannst. Aber sicher auch muss im richtigen Moment der Trainer auch dort sein, der auf dich steht und der dir die Chance gibt, dass du die Einsätze hast, wo vielleicht nicht nach dem ersten schlechten Einsatz die wieder, wo man das Gefühl hat, ja, dem längt es nicht, sondern wieder Einsätze gibt. Und das ist sicher sehr wichtig. Aber ist natürlich auch in Basel anders als jetzt vielleicht in Thun oder St. Gallen, wo man einem Jungen mehr verzeiht und mehr Chancen kann geben kann. Auch wo du Fehler machen kannst und du weißt, du kommst die nächste Chance wieder rüber. Wenn man bei Basel alle Juniorenstufen durchläuft, wenn man in den U-Auswahlen natürlich ist, national gesehen, hat man natürlich eine riesen Erwartungshaltung. Aber es schaffen es ja dann, wenn man schaut, wie man in die erste Mannschaft kommt, schaffen es die allerwenigsten. Das ist so, ja. Aber ich denke, wegen dem sieht man auch viele FCB-Junioren, die sich auch sonst in der Schweiz, wenn es nicht bei Basel ist, nicht anders durchsetzen können, weil man die Erwartungshaltung auch an sich selber hat und den Willen mitbringt. Und die Siegermentalität, die man in Basel hat, das hilft dann auch, wenn man eben ausgelehnt wird oder vielleicht verkauft wird oder übernommen wird. Gibt es eine Phase, wo du gekadert hast, wo du sagst, hey, jetzt habe ich eben das blau-weiße oder das blau-rote Emblem auf der Brust gehabt, es hat nicht funktioniert, was einem so richtig anschießt? Nein, eigentlich nicht. Ich habe eher so, dass ich mir reingehe, dass ich zeigen wollte, dass ich es trotzdem arbeiten kann und dass es nicht nur der FC Basel gibt in der Schweiz. Und wie du vorher gesagt hast, es arbeiten ein, zwei Spieler, wenn überhaupt pro Jahr. Wenn nicht, nach zwei, drei Jahren kommt vielleicht wieder mal Embolo raus oder Shaqiri oder so. Und von dem her wollte ich eher zeigen, dass ich es auch niemand anders arbeiten kann. Aber das vergisst man häufig, dass es eben ein, zwei Maximum schaffen und die anderen die spielen es irgendwo anders her. Seit 2014 bist du jetzt in der Ostschweiz. Hast du eine Heimat gefunden, kann man glaube ich sagen? Ja, ich fühle mich sehr wohl, auch meine Familie fühlt sich sehr wohl. Und so schön, ja. Merkst du einen Unterschied? Ist ein kleiner Betrieb, ist es familiärer? Merkt man da etwas zum grossen FC Basel? Ist es weniger eine Fabrik vielleicht? Ja, es ist sicher familiärer, das schon. Aber ich denke,
es gibt nicht grosse Unterschiede, wenn ich ehrlich bin, jetzt zum FC Basel. Außer dass alles ein bisschen grösser ist. Das Stadion ist grösser natürlich. Die Medienpräsenz ist grösser, aber in St. Gallen haben wir auch ein super Stadion. Und von dem her sehe ich da nicht riesen Unterschied, jetzt, was da die Infrastruktur oder so anbelangt. Und wir haben nicht die Sache Infrastruktur umgefragt beim FC St. Gallen, sondern deine Teamkollegen, ein paar von deinen Teamkollegen. Yeah. Was könnte kommen in unserer Rubrik Team? Was könnten sie ausplaudern über dich? Eigentlich nicht Schlimmes, habe ich das Gefühl. Befürchtest du nicht? Nein, ich lasse mich gerne überraschen. Gut, wir schauen rein. Was sagen Teamkollegen über Marco Arattore? Lieber Ara, ich bin froh, dass wir wieder zusammen shooten nach unserer gemeinsamen Zeit in Thun. Lieber Ara, ich schätze es immer sehr, dass du auf dem Platz und im Training sehr professionell bist. Wir haben gemeint, du bist ein guter Typ, aber über Andi und Roman gehört, dass du ein bisschen hinten durchredest, finde ich nicht korrekt von dir. Neben dem Platz wollte ich einfach sagen, dass du ein riesen Mihi bist. Hallo Marco Arattore. Hättest du immer fragen, warum du so einen grossen BMW fährst, obwohl du nicht der grösste Spieler bist. Es sieht so ein schwierig aus. So eine kleine Person in so einem grossen Auto. Ich denke, du hast sicher eine Antwort darauf. Ich bin froh, dass du jetzt eine Sendung gefunden hast, wo endlich deine Meinung darfst sagen. Ich weiss, du suchst ja den Mittelpunkt und ich glaube, jetzt bist du glücklich, oder? Sauchheben. Also, das müssen wir aufgreifen. Mit dem Stepan hast du gespielt in Thun. Genau. Ja. Ich kann mir vorstellen, so immer möglichst der Einstieg in eine Mannschaft, wenn er jemanden hat wie dich, den er kennt. Ja, ich denke schon, ja. Er hat sich auch gefragt nach Tipps oder wo was ist. Da hilft mir gerne, wenn man sich schon untereinander kennt. Vor Grösse her sind nicht der Grösse. Du jetzt fahrst in einen grossen BMW. Sagt er weiter, stimmt das? Ja, er ist auch nicht so gross. Stimmt. Aber das BMW ist nicht so klein, aber ich brauche auch viel Platz mit den Kleinen. Weißt. Hat er Kinder, Andrew? Nein, er hat keine Kinder. Also vielleicht... Vielleicht tut sich das da ausgleichen beim Mitbewerb, wenn er mal so weit ist, familientechnisch. Also, fährt er ein kleines Auto? Fährt ein kleines Auto, ja. Ja. Also, Randy Mitbewerb da. Wir hoffen, wir haben da ein paar Antworten gefunden. Drei, natürlich auch, wir haben gesehen, grün-weiss die Trikot. Du hast jetzt kein Trikot mitgebracht, aber wir dürfen eins verlosen von dir. So haben wir das übrigens auch die ganze Woche gemacht. Was passiert euch mit dir, wenn man das als Trikot vor der Nase hat, mit einem anderen Logo vor drauf? Das kenne ich nicht so gerne. Also, aber grün-weiss ist es. Grün-weiss. Jonas Omlin, ganz sympathischer Kerl, der bei uns war, vom FC Luzern, das Trikot, das haben wir verlost. Und zwar die ganze Woche auf Facebook, wo wir das hatten. Und das dürfen wir von dir auch machen. Ich schaue schnell, wer das gewonnen hat. Und zwar Ami Hoffmann. Ami Hoffmann, du bist... glücklich, hoffentlich, wenn wir sagen, dass du das Jonas Omlin-Trikot überkommst. So, der Marco hat uns keins mitgebracht, aber wir verlosen uns eins. Er wird uns ein Foto in den nächsten Tagen dazukommen, posieren mit dem Trikot. Wir stellen das auf unsere Facebook-Seite. Der Sockerlansch, dann könnt ihr das nicht nur liken, sondern auch ein bisschen witzig kommentieren. Und dann kann der Marco vielleicht sogar mitreden, wer es überkommt. Müssen ein bisschen lustige Kommentare oder kreative? Oder möglichst Arattore. Also für alles. Arattore ist der Geist. Ja, wäre nicht schlecht. Wäre nicht so schlecht. Welche Ziel verfolgst du mit dem FC St. Gallen? Was ist etwas, was du unbedingt noch möchtest erreichen? Saublöde Frage, weiss. Ja. In den Pokal. Man fängt so immer an, dass, weil man will eigentlich Erster werden und den Pokal gewinnen. Aber man muss auch realistisch sein, was für Möglichkeiten der FC St. Gallen hat. Aber sicher, wenn wir erfolgreiche Saison spielen und dann hoffen wir, dass etwas Positives rausschaut. Sagst du, Step by Step, jetzt schaue ich nur auf das, was ich jetzt bin. Oder bist du einer, der sagt, wie es andere Spieler vielleicht auch machen? Ja, Ausland möchte ich unbedingt mal machen. Und das ist mein absolutes Ziel. Oder nimmst du so ein bisschen Spiel für Spiel? Ich nehme schon Step by Step und auch Spiel für Spiel. Aber ich denke, man muss schon Ziel haben, auch grosse Ziele haben. Und die habe ich auch. Und mein Ziel wäre sicher auch, mal im Ausland zu spielen. Aber ich denke, wie ich gesagt habe, es bringt auch nichts, viel nach vorne zu schauen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man in jungen Jahren so viele Clubs und so viele Sachen hat erlebt, dass man vielleicht eher schätzen weiß, was man hat. Ja, das ist so. Ja. Jetzt beim FC St. Gallen war es so. Nach den vielen Leihen, die ich hatte, vorher bin ich jetzt schon froh, dass ich mal jetzt 3 Jahre konstant mit einem Verein war. Nicht, dass der plötzlich heisst, der Arattore ist ja alle Jahre
Nein, jemand anders, das hilft dir wahrscheinlich nicht. Das hilft mir nicht. Aber das war auch nicht nur in meinem Interesse, dass ich halt oft ausgelehnt worden bin. Das ist das, was ich vorher schon gesagt habe. Das ist vielleicht eben ein Nachteil, wenn man bei einem grossen Verein ist, wird man eher mal ausgelehnt. Und jetzt bin ich froh, dass ich mich hier in St. Gallen durchgesetzt habe und dass ich schon 3 Jahre und jetzt das 4. Jahr wird durchspielen. Also eine gewisse Konstanz, die ist eingekehrt im Leben und in der Karriere von Margaratore. Er wird selbstverständlich noch bei uns bleiben, der Spieler vom FC St. Gallen. Wir haben noch ein Fragebuch, wo wir 3 Fragen ausgesucht für dich, Marco. Und ein bisschen später bei uns der vom St. Gallen Tagblatt, der Christian Brecker. Und einer, der Opal-Clubs hat erlebt in seiner Karriere, der Baikal. Ebenfalls bei uns in ein paar Augenblicke. Zuerst noch eine kurze Pause. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Papi, gehen wir wieder mal an den Fuss. Kommt das Grosse auch? Ihr Instinkt ist FreeBWin bares Geld wert. Jetzt gratis anmelden, auf die Spiele der Super League tippen und 5000 Franken gewinnen. FreeBWin. Du, und wenn gehen wir eigentlich wieder mal anders kommen? Ja, also ich bin froh, hat sich privat nicht so viel geändert. Ich werde immer noch als Luca vor Familie sozusagen angeschaut. The News Center, one-on-one, on Tuesdays at 12:15 on SportalHD.com. Pure sports, pure entertainment. This is Sportal HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Bevor die nächsten Studiogäste reinkommen, der Baikal und der Christian Brecker, ein Fragebuch. Marco Aratore, der auf dich wartet, 600 Fragen sind drin. Es gibt keine Fiese. Wie sie arbeiten, wie viele Stunden arbeiten sie durchschnittlich pro Woche? Die meisten Leute arbeiten so zwischen 40, 41, 42. Ja. Was ist das bei einem Fußballer? Also kommt er um 9 Uhr, ja, dann geht er um 12 Uhr, dann kommt er um 2 Uhr und dann geht er um 4 Uhr. Nein, so das sind vielleicht Zeiten auf dem Platz oder im Kraftraum, aber ich denke, Regeneration ist auch sehr wichtig. Zeit im Whirlpool oder Massage ist noch nicht eingerechnet. Das ist nicht eingerechnet. Und Wochenende, wo ihr natürlich nicht könnt über die Stränge schlagen wie andere. Körpergefühl, welche Medizin nehmen Sie regelmäßig? Gar keine. Ich bin mit dem Alter. Natur. Ist nicht wie beim Baikal, wenn er reinkommt, oder wo man so morgendlich vielleicht eine Salbe braucht oder eine Schmerztablette oder so. Ja. Das war auch ein härterer Spieler, hat vielleicht das mehr braucht. Überzeugungen und Werte. Wann haben Sie zuletzt gelogen? Ich nehme an, jetzt gerade, oder? Jetzt habe ich gerade gelogen. Nein. Ich versuche eigentlich so wenig wie möglich zu liegen. Das macht man nicht. Im Beruf geht es als Fußballer? Das wäre eine Frage, die wir einem Berater auch stellen müssen. Geht es als Job Fußballer ohne zu lügen? Ja, okay, vielleicht würde man mal eine Verletzung ein bisschen weniger schlimm darstellen als ich, ist, weil man spielen will oder weil man halt nicht so lange ausfallen will. Das ist vielleicht so eine Notlüge. Gut. Also, wir begrüßen einen Journalist, da muss man ab und zu manchmal schon lügen, der Christian Brecker und der Baikal. Willkommen. Marco, du kannst eins überrutschen. Christian, willkommen. Baikal. Baikal, wenn wir beim Lügen sind, müssen Spielerberater, ist man häufig gezwungen, ein bisschen zu flunkern. Weißt du, was es um das Pokern geht, vielleicht mit anderen Clubs und so, darf man immer
Ohne dass man die Schwarze schafft. Verstehen wir nicht falsch. Ohne dass man die Schwarze schafft, verteilt bei den Beratern. Nein, darf man immer alles sagen, man weiß? Es ist, glaube ich, ein Gesetz, dass man nicht immer muss sagen, was man weiß. Es ist manchmal sehr, sehr wichtig, dass man auch ein bisschen politisch unterwegs ist. Aber manchmal muss man, so wie der Marco das vorhin gesagt hat, manchmal musst du einfach eine Notlüge parat haben. Du bist zurück aus dem Tessin. Land unter war. Es muss vom Spiel so sein, wie du hast geschrieben bei euch in der Zeitung. Eine schwarze Wand ist gekommen und man gewusst, irgendein Touch. Das kommt nicht gut. Sicher? Nein, man hat angefangen zu shooten, man hat gesehen, dass es langsam kommt und immer mehr. Und je mehr dass es gekommen ist, desto schlechter hat es gerne eigentlich gespielt. Und dann irgendwie ist das Goal passiert und dann hat man fast hoffen, dass es abgebrochen wird. So, damit wären wir voll im Thema. Kannst du ihm recht geben, je näher es dein Gewitterwand ist gekommen? Ja, am Anfang war das Spiel ausgeglichen, haben wir eigentlich nicht schlecht angefangen. Aber dann haben wir schon ist Lugano besser gewesen. Ist man, wenn man unter die Räder kommt, Baiki, ist man vielleicht froh, wenn ein Spiel abgebrochen wird? Oder ist das gegen jeden Sinn von einem Sportler? Gut, das Wetter kannst du nicht beeinflussen, nur ich denke, in dem Spiel... Die erste Flosse habe ich müssen drücken. Ja, vorher hast du sowieso schon... Ja. Nein, ich denke, es war für sie wichtig, für St. Gallen, dass der Match ist abgebrochen wurde. Das, was ich gesehen habe, in diesem Spiel war sicher nicht so gut gewesen. Der Trainer hat gesagt, der Giorgio Contini, er hat wahnsinnig gern gesehen, die Reaktion nach der... Hat er einen Polka gehalten in der Kabine? Schon, ja. Ist er einer, der richtig... Ja, ich denke, wenn es muss sein, wie jetzt, weil wir eben nicht gut gespielt haben, dann tut er auch mal auf den Tisch hauen. Aber ich denke, ich höre das nicht so gerne, wenn es heisst, dass für uns gerade gut war, dass das Spiel abgebrochen wurde. Weil es gibt immer Phasen im Spiel. Jetzt war es halt mal eine halbe Stunde gewesen, bis zu dem Regen, wo wir dann sowieso nicht mehr können, anständig Fußball spielen konnten. Und wir hätten sicher auch mehr Spieler Reaktion wollen zeigen auf die schlechten 35, 40 Minuten. Und von dem her sind wir eigentlich auch enttäuscht gewesen, dass es abgebrochen worden ist. Also Turbulenzen auf dem Platz, weil es mich wundern nimmt, die Turbulenzen, die es neben dem Platz gibt, Christian. Du mit dem Lokalkolorit, seit der Döll früher nicht mehr dort ist, dass man einen Stibi als Sportchef plötzlich hat auf die gleiche Stufe gestellt wie ein Nachwuchschef, wie ein Trainer, dass eigentlich nicht mehr zum Trainer kann sagen kann, das ist nicht gut. Ist es so turbulent, wie gewisse Zeitungen schreiben, dass es ist? Es ist schwierig geworden zum Gallen. Und zwar sind gewisse Wege sind einfach komplizierter geworden, weil man eben den Stübi abgestuft hat und der nicht mehr der Chef ist vom Trainer. Wie es dann gelebt wird, können wir nur mutmassen anhand vom Stübi seiner Demission. Muss man eigentlich davon ausgehen, dass es nicht gut war und nicht funktioniert. Weißt du jetzt als Berater, du Spieler möchtest platzieren oder eine Verhandlung führen, wer ist die Ansprechpartner, der früher der Stübi war, der Sportchef? Also jetzt, im Moment ist ganz klar auch kommuniziert Verucho Vanin, wo vorhin der Sport-CEO, genau, wo vorhin im Nachwuchsabteilung zuständig war. Und der Ansprechpartner ist er. Und alles andere, Strukturen und so, das siehst du immer bei Erfolg und Misserfolg nachher, ob das passt oder nicht stimmt mit den Strukturen, die nachher Entscheidungsträger gemacht haben, das wirst du erst nachher im Nachhinein wissen. Der Erfolg auf dem Rasen oder so erfolgreich wie man kann sein auf dem Rasen ist das Spiegelbild der Organisation? Auf jeden Fall. Entscheidungen werden treffen und nachher muss man auch zu diesen Entscheidungen stehen können. Wird sich etwas ändern an der Struktur? Der Stübi muss immer noch arbeiten, obwohl er gekündigt hat. Ist das die Demütigung, wie man gehört, oder nimmt er das locker? Ich glaube, jetzt war schon der Ferien in Thailand. Er hat glaube ich, ein bisschen eine Auszeit genommen. Ich nehme nicht an, dass er wirklich noch im operativen Geschäft in irgendeiner Form tätig ist. Ob sich etwas ändern wird, ob es überhaupt einen neuen Sportchef gibt, ist offen. Ich glaube, sie sind so ein bisschen schauen, wie könnte es kommen, dass es auch für das Publikum, das im Endeffekt St. Gallen eine unglaubliche Wichtigkeit hat, dass es das Publikum verhebt. Marco, merken die Spieler von so Unruhe, von so Veränderungen in der Organisation etwas? Interessiert es nicht überhaupt euren Job? Ausser du hast eine Vertragsverhandlung mit dem Club, ja. Aber dort geht es wahrscheinlich nicht so groß. Sonst eigentlich nicht. Wir konzentrieren uns auf das, was auf dem Platz passiert. Unser Trainer und Trainerteam, wir wissen alles, was, wer was macht. Und von dem her, uns
beeinflusst das eigentlich nicht. Und die Ansprechpartner ist in erster Linie, nehme ich an, der Assistenztrainer oder der Trainer? Genau, ja. Sportkompetenz, ist die noch vorhanden? Im Giorgio sicher. Contini. Das sind gegen einen Marco Teo, der mitredet, weil in der ersten Mannschaft läuft. Und wenn es noch ist von der Sicht, von der Seite des Nachwuchs, wird es schon problematisch. Beim Ferruccio Vanin kann jetzt mal ein Fragezeichen platzieren. Und beim Präsidenten, beim Hernandez, muss es, finde ich, nicht zwangsläufig rum sein, Maiki. Also der Präsident ist primär für andere Sachen zuständig. Den Stefan habe ich kennengelernt und der Präsident ist schlussendlich nicht im operativen Bereich tätig. Fußball-Know-how kann man auch mit der Zeit sicher arbeiten. Wichtig ist einfach, dass er ein gutes Auge und eine gute Hand für die ganze Organisation weiter unten hat. Und das Gespür für das Gefüge? Er hat, was ich einfach von ihm kann sagen kann, er hat eine sehr, sehr gute Sozialkompetenz. Mhm. Und das ist sehr, sehr wichtig. Die hat der Dölf früher auch schon gehabt. Christian, ein Abgang von Roy Gelmi, der dann öffentlich gesagt, ja, eigentlich hätte ich bleiben wollen. Ich wollte einfach eine Vertragsverlängerung, eine vorzeitige. Das Gespür, das Vertrauen nicht hatte. Ist das jetzt wirklich Personal, wo man kann sagen, das ist jetzt verschuldet durch die Struktur? Das ist schwierig zu beurteilen. Ich weiss einfach, dass da zum Teil noch die Ansprechpersonen gewechselt haben. Und dann hat es auch einen Zeitfaktor gegeben für Roy, wo dann irgendwie hätte sich entscheiden müssen, was mache ich jetzt, wie sieht meine Zukunft aus. Mhm. Und dann geht es auch um eine Wertschätzung, die er im Verein nicht gespürt hat. Irgendwann bist du auch später auch an dem Punkt, wo du sagst, ich habe eine Vertragsverlängerung vielleicht gedrängt. Wenn ich sie nicht bekomme, verliere ich auch ein bisschen was. Und schaust schlussendlich, was für dich selber das Beste ist. Ja. Musst egoistisch sein? Du musst schon auch egoistisch sein. Du hast eine Karriere. Jeder versucht das Maximum rausholen. Ob es dann das Richtige oder das Falsche ist, siehst du dann im Nachhinein. Wenn es für ihn so gestimmt hat und die Vereine sich gefunden haben, dann schlussendlich hat es für alle gestimmt. Also und Roy Gelmi, aber sofort natürlich beim FC Thun. So einer, der da natürlich mit diskutieren kann, haben wir jetzt am Telefon. Lasst mich überraschen, wer wir heute Abend begrüßen dürfen. The Better Original. Ja, hallo zusammen, das ist der Chef Le Chef. Ich bin immer noch Trainer und wir haben mit Bielefeld gewonnen zum Saisonstart. Darum frage ich nachher direkt einmal für eine Vertragsverlängerung. Ja, was soll ich sagen zu meinem FC St. Gallen? Beeindruckend, wie der Wettergott im Tessin auf den Contini lässt. Aber ich glaube, das ist im Moment die einzige Hierarchie, die es in St. Gallen noch gibt. Chefs hier oder her, gegen den FC Sion muss endlich ein Sieg her, sonst komme ich nämlich schneller zurück, als allen lieb ist. Dass sich junge und unbekannte Spieler wie ein Ben Khalifa, Kukuruzovic oder ein Philipp Koch auch zuerst mit einfügen, das ist natürlich auch allen klar. So, meine Freunde, liebe Grüße an Marco, ich muss jetzt zum Sportchef. Und die, die nicht wissen, wer das ist der Chef vom Trainer. The Better Original. So, einfach der Chef sagt Benny, der uns auch schnell organisatorisch so ein bisschen sagt, wo der Bartler Mast hat, die Sachorganisation von einem Club. Wir wollen weiterhin reden über das Team vom FC St. Gallen. Spiel gegen Lugano, haben wir darüber geredet, ist ins Wasser gefallen. Gegen Lausanne war man noch eins hinten gewesen, dann hat er 3-1 geführt und hat noch ein 3-3 müssen hernehmen. 2 Punkte oder verloren. Ärgerlich gewesen? Sehr ärgerlich, ja. Wenn man 3-1 in Führung ist, auswärts, muss man die 3 Punkte heimnehmen. Und von dem her sind wir sehr enttäuscht, dass wir dort nur einen Punkt geholt haben. Der Giorgio Contini hat gesagt, Anfang Saison, nicht unnormal, dass die Konzentration vielleicht nicht immer konstant ist. Warum? Weil man den Rhythmus noch nicht hat. Warum? Was meint ihr mit dem? Vielleicht meint er eben die Schwankungen, dass wir zuerst 1-0 hinten waren und dann reagiert haben und 3-1 am Führen wieder waren und dann trotzdem noch nur einen Punkt heimnehmen. Und vielleicht, wenn die Saison am Laufen ist, nimmst du 3 Punkte mit, wenn du schon Sicherheit hast. Wie hat das Team gefallen gegen Lausanne? Sonst eigentlich? Gegen Lausanne habe ich eigentlich wenig gesehen. Ich muss sagen, vom 0-1 zum 3-1, dort hat man das Gefühl, das ist ein Guss, das läuft. Mhm. Die Punkte sind da, daheim. Man ist ruhig geblieben. Mhm. Ich glaube, einer, dass es mit den Konzentrationen so ein bisschen ist, man nimmt es dann vielleicht auf die leichte Schulter, wenn man in einem späteren Stand von der Meisterschaft eigentlich nicht mehr. Wenn man weiss, dass man, da muss man durchziehen, 90 Minuten lang. 3-1 ist natürlich ein verändertes Resultat. Das Wichtigste ist, dass du kommst aus einer Vorbereitung raus. Ich habe so Spieler auch
müssen erfahren. Du weißt nicht, wo du stehst. Es ist nicht greifbar. Darum ist es wichtig, der FCZ... Ist das nicht der Fluss? Das ist wirklich so. Der FCZ hat jetzt gute Gegner gehabt, aber ist super aus der Startlöcher gekommen. Und dann ist alles nachher einfacher, wenn du mit 6 Punkten anfängst. Und bei euch ist es böswillig, wenn ich behaupte, das Startprogramm gegen Lausanne und Lugano ist ja eigentlich auf dem Papier nicht das Schwierigste, das Dümmste. Aber wenn es nicht läuft, umso schlimmer. Ja, okay, man hat in der Schweiz gesehen, jedes Spiel ist. Jede Mannschaft kann gegen jede gewinnen oder verlieren. Soll ich drücken? Du kannst gerne drücken. Aber es sind auch 2 Auswärtsspiele und man weiß auch, dass wir daheim auch stark sind. Aber schlussendlich musst du gegen jede Mannschaft spielen. Aber der Unterschied ist natürlich, wenn du aus diesen 2 Matchen 6 Punkte einnimmst, er ist die absolute Ruhe im Club. Egal wie die Führungsstrukturen sind, dann kann jeder in Ruhe bügeln. Ja, und du hast eine volle Hütte gewesen, ja. Das kommt noch dazu. Ja. Bist vorne dabei. Und du hast gesagt, die Zuschauer sind bei euch schon immens wichtig. Ich glaube, die Zuschauer sind die Basis des FC St. Gallen. Da war schon immer so, das wird da immer so bleiben. Und darum gefällt es so Leuten wie Marco so gut St. Gallen, weil das einfach das Fundament ist von diesem Club. Die Euphorie, die könnte entstehen. Es ist auch eine Fußballverrückte, wie Basel ist, eine Fußballverrückte Gegend. Wenn wir über Transfers reden, Transfers wie Ben Khalifa, Koch, Kukuruzovic, für die Baikal, da hat man sich gut verstärkt. Die Transfers die passen zum FC St. Gallen. Das ist schon in den vergangenen Jahren immer wieder ein solcher Spieler angekommen. Und da muss ich trotzdem sagen, der Stübi hat, obwohl dass er jetzt Veränderungen gegeben hat, einen guten Job gemacht. Kukuruzovic, der immer wieder bewiesen hat, was er kann. Über Ben Khalifa müssen wir auch nicht diskutieren. Philipp Koch, noch ein bisschen. Wir sind noch nicht so einig, glaube ich. Philipp Koch hat, glaube ich, ein schwieriges Jahr hinter sich in Italien. Wo man dann auch gesagt hat, für ihn ist das ein Neuanfang hier in St. Gallen. Aber ihn hat man eigentlich auch nicht mehr so auf dem Radar gehabt. Ich glaube, man weiß noch nicht ganz, wie gut ist er denn wirklich. Ben Khalifa, dass er nicht gespielt hat, bist du überrascht? Ja, ich war überrascht. Ich habe gedacht, er wird sich durchsetzen. Zumindest auch, weil er topfit ist in der Vorbereitung. Hat die besten Werte gehabt. Aber der Bus hat offenbar noch besser trainiert und hat sich erarbeitet und verdient. Und man hat Österreichisch bei euch. In der Mannschaft, wir können 6 Spieler anschauen, wo, das darf man glaub schon sagen, Baiki. Der Peter Cech hat niemand so richtig auf der Rechnung gehabt. Er hat als Mittelfeld, dass sie Bundesliga spielt in der Bundesliga von Österreich, 25 ist er. Den hat man nicht so gekannt. Du scheint mich wirklich weiterzuhelfen. Ja, ich habe ihn auch nicht gekannt. Aber er ist ein guter Spieler, passt zu uns, auch als Typ. Du hast ein Portrait geschrieben, gerade von letzter Brief. In diesem Portrait, wenn man das liest, hat man das Gefühl, der ist so. Der ist mit sich und mit der Welt im Einklang. Das ist ein Guter. Der weiß, woher er kommt und weiß, wann er will und weiß, was er dafür braucht. Das ist wirklich ein Guter. Und für ihn, dort, wo er herkommt, die besten Spieler, die renommierten, verdienen ihn um die 4.000-5.000 Euro. Also ist das für den Lotto 6 gewesen, wenn die Raiffeisen Super League sich meldet? Ich glaube schon, dass er zum Garen finanziell profitieren kann. Aber der Lotto 6 sieht wohl auch für ihn ein bisschen anders aus. Du hast den Lotto 6 mit Köln, oder? Ja, noch kurz zum Spieler zurück. Also er hat schon mal sicher eine coole Frisur. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, richtig spielen. Und wegen Köln, das war eine schöne Zeit. Jetzt schauen wir in die Zukunft von den jungen Spielern. Und meine Zeit ist leider abgelaufen. Aber bist du so wie der Cenk? Ja, das Porträt, das der Christian geschrieben hat, der offene Haar. Und ja, echt schauen, ist jetzt das Foto, das wir hier. Ist das der gleiche Mensch? Ist das bei dir, würden wir ihn nicht kennen, du auftust? Also schau jetzt. Nach der Pause können wir die Haare aufmachen und dann siehst du es. Nach der Pause? Aber vor der Kameras? Nein, das machen wir nicht. Wo ist dein Geschäftspartner mit? Ja, Ängste, genau. In dem Sinn. Also, wir machen eine kurze Pause, reden natürlich auch wieder über FC St. Gallen und über den nächsten Gegner, über den FC Sion. Also, ein paar Minuten Geduld und vielleicht tut der Baikal die Haare auf. Wir arbeiten dran. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Tuesday on SportalHD.com.
Das klingt immer so brutal, die 6 Mal am Boden, 6 Mal am Boden. Das klingt schlimm, oder? Ihr redet nicht über Zahlen, wie stört es? Das klingt mir viel schlimm. Nein, es waren wirklich zum Teil nur so Ausrutscher aufgestellt und wieder reingefahren. Kennst du das? Merke uns, kennst du das? The News Center, one-on-one, on Tuesdays at 12:15 on SportleHD.com. Instinct ist Freebie Win bares Geld wert. Jetzt gratis anmelden, auf die Spiele der Super League tippen und 5000 Franken gewinnen. Freebie Win. Mann, Papi, alle in meiner Klasse kommen viel mehr Sack. Oder 20? Pure Sports, Pure Entertainment. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Soccer Lounge mit dem Baikal, mit dem Christian Brecker und vom FC St. Gallen mit dem Marco Aratore. Marco, wenn man zweimal aus Sicht vom FC Sion ja, die schlechtere Mannschaft ist und zweimal gewinnt, zeigt uns das was aus über eine Mannschaft? Dass die sicher auch eine Qualität haben. Das ist auch eine Qualität. Wenn schlecht. Also ich habe das Match jetzt nicht gesehen, aber vertraue dir mal. Du glaubst mir. Ja. Wenn sie weniger gut gespielt haben und trotzdem 6 Punkte geholt haben, dann zeigt das schon auch Charakter und Qualität von einer Mannschaft aus. Umso besser natürlich für Thun und Lausanne, die ebenbürtig waren, zum Teil sie besser waren, wenn du diese Matchen nicht kannst halten. Also der Schnäuli hat dann schon zuerst mal einen Dreier gerettet, gestern, Maiki. Gut, der Schnäuli ist in der Super League ein bewährter Spieler und wird noch mehrere Punkte einbringen, das ist ganz klar. Aber die Qualität von Sion, das ist sehr positiv, dass sie mit 6 Punkten mit 2 schlechten Spielen angefangen haben. Die werden während der Saison eine gute Mannschaft haben. Ich bin ja der Meinung, sie haben eine gute Mannschaft. Die Frage ist nur, nach der Europa League Pleite in Litauen, wo der Tramezzani schon mal richtig getobt hat, Brünner noch nicht, aber lodert es schon ein bisschen. Der Morgado, der Cunha, der Adrian hat er nicht im Aufgebot gehabt gestern. Der Konaté ist von der Bank gekommen. Also da scheint er eine gewisse Linie durchzuziehen. Die Frage ist, wie lange schaut der Präsident zu? Es ist auch immer so, wenn er in der Mannschaft erfolgreich bleibt und ist und jetzt in St. Gallen an einem Versauen sollte etwas reissen, dann ist schon alles richtig gemacht von ihm. Also. Der Tramezzani hat gesagt, lass mich bis im Winter innen arbeiten. Und wenn es nicht klappt, bin ich der Erste, der frei bin, wie geht. Aber lass mich einfach arbeiten. Was schätzt du? Der Tramezzani hat auch eine hervorragende Karriere gemacht als Spieler. Das ist so eine Autoritätsperson. Ich finde das eine sehr gewagte Aussage von ihm. Weil gerade beim Constantin kommt das, glaube ich, nicht gut an, so wie ich ihn kenne. Wobei der Constantin-Bike ist ja der, der nie mehr gesagt hat, klar, sag mir, welcher Spieler du schon will. Ich probiere es möglich zu machen. Ja, er ist aber nachher auch der Erste, der nachher nach 2 Spielen wird reagieren. Gegen Sion spielen, weißt du, wenn es so ein bisschen lottert, ist es doof oder spielt es keine Rolle? Ist Sion immer gleich wert beim Spielen? Ja, es ist immer eine unangenehme Mannschaft. Weißt nie, wie gut sie in Form sind. Aber ich denke, daheim, wenn wir auf Sieg spielen, und es ist eigentlich gleich, wer kommt. Der Beifall ist die Qualität, die sie haben. Seit Jahren immer wieder. Sie sind Top-Spieler in der Reihe. Ja, sie haben sehr viele gute Einzelspieler.
wie eben vorher angesprochen, Schneuli oder Konate sind vorne, sind schon zwei sehr starke Spieler. Das wissen wir auch und versuchen die so gut wie möglich in den Schach zu behalten. Was ist das Schwierigste gegen sie? Auf was müsst ihr am meisten aufpassen? Eben, ich denke auf die zwei Stürmer oder auf, kommt darauf an, wie sie spielen, mit einem Stürmer. Aber in erster Linie müssen wir auf unsere Leistung schauen. Wenn wir hier gute Leistung abprüfen daheim, sind wir auch sehr stark. Gegen Lugano, das Nachtragsspiel ist jetzt am 16. August, wird das nachgeholt. Also, zum Glück, sagt ihr, ist das aus St. Gallen abgebrochen worden. Also jetzt der Dreier, das ist schon ein Floskel, das ist mir bewusst. Aber der Dreier, der ist... Das ist ein 6-Punkte-Spiel schon. Also schon wichtig, für eben die Ruhe reinzubekommen. Also, du hast vorhin gesagt, es lohnt sich nicht gerne. Es hat gerne bis jetzt in der Saison noch nie verloren. Also von dem her, es ist noch ruhig. Es ist das erste Heimspiel, der erste Heimauftritt. Aber die erste Halbzeit, Christian, wo du auch geschrieben hast, in Lugano, extrem schlecht, schockiert. Ja, die ist schlecht gewesen. Die ist wirklich schlecht gewesen. Aber jetzt, Wötsch, jetzt Dai und Zia, wo ja so überzeugend sind, sind sie auch noch nicht gewesen. Also, da glaube ich schon, dass St. Gallen daheim etwas reissen kann. Zumal letztes Jahr in der Ruhe ausgesehen gegen die. Du hast einen Promi-Tipp abgegeben, den wir im Verlauf dieser Woche werden aufschalten. Und ich durfte ein bisschen reinschneiden. Du hast... Was hast du bei dieser Partie? 1-1. 1-1? Ja. Aufgrund von was? Eben, bis jetzt beide Mannschaften noch nicht den richtigen Fluss gefunden. Es wird ein interessantes Spiel, aber St. Gallen... Ich freue mich, auf das wahre Gesicht von St. Gallen diese Saison zu sehen. Was hat der Contini verändert? Primär, seit er ist gekommen, merkst du etwas, was du die Match schaust? In dem Match kann ich es jetzt so noch nicht sagen, aber die Stimmung ist definitiv eine andere. Die Stimmung unter den Spielern. Auf dem Platz hat man schon immer das Gefühl, er hat wieder so ein bisschen ein Feuer, eine Leidenschaft entfacht, wo man vorne nicht mehr so gesehen, wo sich die Spieler nicht mehr so verrissen haben. Wo sich dann vielleicht zum Teil auch hinter dem Zimbau ein bisschen versteckt haben, so ein bisschen Alibi. Spielerisch, ich glaube, man hat das Continuous Spielsystem noch nicht gesehen. Bis jetzt so richtig. Man sieht Ansätze, man versucht, aber in Lugano ist es dann halt auch schwierig wegen dem Wetter und wegen dem Gegner. Was hat er am meisten verändert gegenüber dem Zinnbauer, wo der Christian noch nicht gesehen hat? Ja, ich denke, wie der Christian sagt, ein wahres Gesicht wird man glaube auch nie richtig sehen bei uns, weil der Trainer ist ein sehr flexibler Trainer. Wir passen uns auch teilweise am Gegner an und das macht uns eben auch gefährlich, weil man kann sich nicht recht auf uns einstellen. Und ich denke, wir haben eben auch als Spieler selber mehr Eigenverantwortung als vorher und die Stimmung ist sehr gut im Moment. Also der Contini lässt mehr Freiraum auf dem Platz, als es ein Zinnbauer hat vorgegeben. Ja, wenn wir die zwei Trainer vergleichen, dann haben wir unter dem Contini jetzt mehr Freiheit auf dem Platz. Und das ist eigentlich der grösste Unterschied. Aber da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Spieler. Einer, der es liebt, mehr Freiraum zu haben. Und ein anderer ist eher froh, wenn du ihm die Leitplanke aufzeigst. Ja, aber jeder ist individuell anders. Mit dem Joe ist es am Schluss sicher nicht einfach gewesen. Und in der Rückrunde haben sie sicher auch profitiert. Das ist wie eine Befreiung gewesen. Schlussendlich wird aber jeder Trainer an der neuen Saison nachher gemessen und es wird eben spannend sein, das zu sehen. Oder im Totomat. Nur wenn die beiden Mannschaften vergleichen, relativ schwierig Anfang der Saison da schon Werte zur Hand zu nehmen. Wir haben es probiert mit unserem Head to Head. Head to Head. Also, wir können die beiden Mannschaften gegenüberstellen. Wir haben den Marktwert, den wir können vergleichen können. Dann haben wir den. Was mich wundert, schau mal, Baikal, Trainer seit 07-08. 9 hat der FC St. Gallen verbraucht und unfassbare 27 Trainer hat der FC Sio verbracht. Also, das ist eine Zahl, Christian, die kann man. Ich kann man nicht toppen. Mal 3. Da ist natürlich da ist der Assistent mal Trainer geworden und so weiter. Das ist natürlich auch mit dabei. Das letzte Spiel, oder die letzten 4 Spiele, hat St. Gallen zweimal gewinnen mit 2-2. Eins verloren mit 1-2 und eins hat man unentschieden gespielt. Zeigt, viel Goal gibt es nicht. Also, es ist eine enge Kiste vor allem bei diesen beiden. Er sagt jetzt, Sion liegt nicht.
Ist das so? Ist das eine Mannschaft, die gerne gegen sie spielt? Ja, Journalisten machen gerne. Die behauptet sie. Bilanzen oder Statistiken. Aber ich denke, jedes Spiel fängt von neu an. Und wir wollen einfach daheim, wenn wir sicher wieder gewinnen. Ist etwas anzufinden? Nein. Ich glaube, also, ich weiß nicht, was sie gepflicht haben, aber es ist schon, es wäre schon schön, wenn er jetzt da würde. Und drei holen. Ja, sonst würden wir nicht spielen, wenn wir nicht gewinnen. Ja, er sagt, die Spieler haben sich vielleicht hinter dem Trainer können verstecken. Oder man hört immer wieder von uns Journalisten, wir spielen gegen Trainer. So. Das gibt es nie bei Kahn. Das gibt es schon. Schlussendlich stehst du mich. Das gibt es schon. Es ist überall schon vorgekommen, dass die Spieler nicht mehr können. Nur werden die das nicht kommunizieren. Aber du sagst, nicht mehr können. Gibt es so, dass man nicht mehr will? Vielleicht, dass man nicht mehr kann. Weil alles ein bisschen zu viel wird. Wenn du einen dicken Hals hast, kannst aber du aber schlussendlich mehr... stehst du mit deinem Namen auf dem Platz und verlierst Matches und das kommt dir auch nicht zu gut. Nein, der Trainer muss so. Vielleicht weg, aber heisst, der Arator war immer mit dabei, den sie haben verloren. Also. Das ist so. Und ich denke, okay, wie der Beike gesagt hat, es gibt halt schon vielleicht Spieler, wo so viel passiert ist oder wo halt, nicht mehr so motiviert sind unter dem Trainer, dass sie vielleicht gar nicht bewusst die Leistung können bringen oder extra nicht bringen. Aber ich denke, extra schlecht spielen, das sollte nicht im Naturellen von einem Fußballer sein. Ich glaube nicht, es geht um extra schlecht spielen. Die Frage ist, ob du die verreissest auch. Bis zu über die 100%. Ob du deine Grenzen noch über die 100%. Ich glaube, das ist mehr, das hat man vielleicht für den Zimbau in gewissen Phasen und am Schluss nicht gemacht. Aber das der Baikal meint, nicht, dass man nicht will, aber durch gewisse Umstände. Man kann einfach nicht. Man muss mental richtig stark sein. Es gibt wenige Spieler, die während dieser Zeit von Joe Zimbauer ihre Top-Leistungen abrufen konnten. Da ist der Ara hat das wirklich auch gut wo gemacht. Besser sie waren. Ja, und auch Silvan Hefti muss man dort erwähnen, dass sie auch in schweren Bedingungen zu Persönlichkeiten greift. Und sie können weiterentwickeln. So weiterentwickeln können wir uns auch. Wir spielen. Du hast mich gebeten, die letzte Saison bei der Arbeit zu sein, musst du singen. Da sind wir natürlich vor der Herausforderung gestanden. Machen wir den Hattrick? Dann wäre ich nicht mehr gekommen. Oder machen wir ihn nicht? Das werden wir sehen, nach einer kurzen Pause spielen wir zusammen. Papi, gehen wir wieder mal an den Fuss. Kommt das Grossi auch? Musst du den Fernseher abstellen? Also nicht vorne schauen, dass man im Monitor nicht sieht, wer man ist. Hä? Puh, schwierig. Nicht vorne schauen, Baiki. Ja, ist gut. So, genau. Das Spiel, das wir heute spielen, heisst übrigens... Ach so. Who am I? Muss ich den nachher verraten, oder was? Jeder hat... 90 Sekunden Zeit. Ja. Ich kann Fragen stellen, in die Runde Fragen stellen. Und die restlichen von der Runde dürfen mit Ja und Nein antworten. Aber auch wenn man Nein sagt, kannst du weiterhin Fragen stellen. Und das Ziel ist natürlich, dass man herausfindet, wer man ist. Ja. Der Herr Arator darf anfangen. Der passt zu dir. Jemals so behämmert ausgesehen wie jetzt gerade. So. 5, 4, 3, 2, 1, go! Bin ich Spieler? Ja. Bin St. Galler? Ja. Bin ich selber? Nein. Du Fuchs, du hast Sendungen gesehen von uns. Ben Khalifa? Nein. Stürmer? Nein. Mittelfeldspieler? Ja. Toko? Nein. Kukuruzovic? Nein. Flügel oder zentrale Mittelfeldspieler? Ja oder nein, wir dürfen nur ja oder nein sagen. Zentrale Mittelfeldspieler? Ja. Barnetta? Nein. Alexic? Nein. Habe ich alle gesagt? Czernik? Ja. Stark! Gut gemacht. Stark, wirklich gut gemacht. Was ist... Ganz klar, oder wirklich noch? Gut, wer kommt dran? Christian Brecker. 3, 2, 1, los! Wie Fußballer. Ja. Ja. St. Gallen? Nein. Bei Sion? Ja. Ja. Bin ich... Es sind nicht einfach Positionen durchfragen, hä? Nein. Bin ich
Konaté. Bin immer noch bei Sion. Ja. Ja. Ist er noch bei Sion? Ja. 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 Ziegler. Du bist schon offen. Nein. Ich glaube, der ist noch nicht, oder? Theoretisch. Aber bin ich wohl. Ja. Ja. Mit Ruschki. Ja. Bravo. Heike. 3, 2, 1. Los. In diesem Fall bin ich Spieler bei St. Gallen. Nein. Funktionär bei St. Gallen. Nein. Angestellter bei St. Gallen. Nein. FC Sion. Nein. Kalt. Trainer? Nein. Vielleicht mag ich. Ehemaliger Trainer. Ich kann nicht sicher, schon. Vielleicht Spieler. Ich weiß nicht. Spieler noch? Nein. Ja, bin ich ältere Generation, in dem Fall. Ja! Journalist? Nein. Grosse Karriere gehabt. Also ehemaliger Spieler? Mhm. Freund von Christian Gross. Freund von Christian Gross? Ironisch. Musst du früher schauen. Spielertrainer gsi, oder? Ja, gut, das ist zusammen, das, oder? Das ist schwierig gsi. Ja, das ist schwierig gsi. Das ist schwierig gsi. Darum bin ich sicher, hier Bubi einfach hier zu uns zwei, nehmen wir sie richtige Kasse. Du schaffst es. Kein Freund vom Goss. Bin ich Spieler? Ja. Ich wollte das nicht einfach Clubs durchfragen. Habe ich die Karriere beendet? Nein. Bin aktiv, he? Ich habe gestern nicht unter Tränen eine Pressekonferenz aufgehört. bin ich bei Sion? Ja. Ja. Bin ich einer der unterschätztesten und zu wenig wertgeschätzten Spieler der Schweiz? Ja, könnte schon. In die... Ja. Ja. Bin der Marco Schneider? Knapp daneben. Bin ich unterschätzt? Bin ich Schweizer? Ja. Bin ich der Lüchinger? Ja. Ja. Genau. Das war der Türöffner. Ja. Wobei, viel gibt es nicht. Ja? Hm. Ja, klar. Christian Brecker hat gewonnen. 26 Sekunden. Hast du nur gebraucht. Anton mit Ruschkin. Dankeschön. Marco Zweite. Silbermedaille. Herzliche Gratulation. Dritter dabei, Karl. Freund vom Gross war ironisch, Baiki. Freund vom Gross. Du warst schon Freund, gewesen, oder? Eine Zeit lang. Mit dem Spielplan anschauen. Dann treffen folgende Mannschaften aufeinander am Samstag. Lugano gegen FC Zürich kann der FCZ den Hattrick machen. Dann Thun gegen Basel gibt vielleicht, hoffen wir es nicht, die dritte Niederlage für den FC Thun. Dann Luzern gegen GC, ebenfalls das am Sonntag. Oder das ist dann Sonntag im Vieri. St. Gallen gegen Sion und IB gegen Lausanne. Da könnten sich also ein paar Clubs mit der Lupe in den Resten Westen da in die vierte Runde verabschieden. Welchen Match gehst du schauen, Baiki? Ich bin zu St. Gallen. Du gehst auf St. Gallen, ja. Schauen. Das ist überflüssig, dich zu fragen. Und was macht ihr, Marco, dass der erste Dreier kommt? Am 16. August planen wir schon mal ein. Das Nachtragsspiel. Es ist übrigens ein Nachtragsspiel. Lugano hat wohl, dass ihr nur die zweite Halbzeit müsstet spielen. Ja. Bist du nicht böse, das ganze Spiel? Ich denke, es ist besser, wenn wir fahren. Ich will nur laufen, 90 Minuten Zeit haben, um dort zu gewinnen. Also, wir hoffen, dass viele Zuschauer kommen. Du hast gesehen, der 12. Mal ganz, ganz wichtig, dass die Euphorie in St. Gallen entfacht wird. Marco, merci vielmals. Danke. Du warst bei uns. Herzliche Gratulation. Silbermedaille im heutigen Spiel. Die Alten schwingen hinten raus. Baiki, herzlichen Dank für den Besuch, für deine Einschätzungen. Tar tust du nicht auf. Nach der Sendung auf. Gut, also vielleicht haben wir es auf den sozialen Medien. Mal schauen, ob wir das schaffen. Christian, merci vielmals für den Weg auf Zürich. Gut schreiben über FC St. Gallen. Wir werden dranbleiben beim St. Gallen-Tagblatt.
Unsere Inhalte könnt ihr nicht nur auf sportalhd.com, sondern auch auf welovefootball.ch. Dort habt ihr alle Sendungen drauf, alle Rubriken, alle Spiele und zum Beispiel der Alain Schulz mit The Better Original. All das findet ihr auf diesen Homepages selbstverständlich. Und dort Live-Ticker und Streams von dem Spiel am Samstag und vor allem am Sonntag ab der 4. Selbstverständlich auch. Voller Service, was die Raiffeisen Super League anbetrifft. Jetzt entlang euch in die kurze Woche. Morgen einen schönen 1. August. Bis gleich. Ciao. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. We love football.